und willkommen zu einem neuen Video. Das soll jetzt ein Vergleichsvideo geben zwischen verschiedenen Mikrofone. Aktuell nehme ich jetzt mit meiner Alpha 7C auf, ohne Mikrofon, also mit dem internen Mikrofon von der Kamera selber. Und in dem Video möchte ich jetzt natürlich das interne Mikrofon vergleichen mit verschiedenen anderen Mikrofonen, was ich inzwischen habe. Da habe ich einmal das Minbo M2 Mikrofon, das ist ein Shotgun Mikrofon, wo die Möglichkeit hat, nach vorne aufzunehmen und aber auch die Möglichkeit, vorne und hinten aufzunehmen. Das kann man dann hier oben umschalten mit dem Schalter. Somit kann ich jetzt praktisch irgendwas filmen und kann auch von hinten in die Kamera einsprechen, dass man es hört. Was jetzt mit dem internen auch funktionieren würde, aber interne Mikrofon ist ich ganz so gut. So, dann habe ich hier eine Funkstrecke von Sony. Die Bezeichnung weiß ich jetzt gerade nicht. Das Teil hier oben ist auf der Kamera normalerweise drauf. Das hat auch die Möglichkeit, dass man das dann hier umschaltet, ob man nur über das Funkmikrofon aufnehmen will oder ob man auch hinter der Kamera einsprechen will oder können will. Das werden wir jetzt aber bitte ausprobieren und mache jetzt rein nur die Aufnahme von mir in einer Entfernung von ca. 1 Meter. Dann habe ich von Sony das GunZoom Mikrofon, ECM GZ, die Bezeichnung habe ich jetzt auch im Kopf, aber das steht ja unten in der Videobeschreibung. Das wird noch vergleichen. Nachteil bei dem Mikrofon ist, das hat verschiedene Einstellungen. Man kann es ausschalten, man kann es auf Zoom schalten und man kann es auf Gun schalten. Die Alpha 7C kann dann nur Gun, Zoom funktioniert nicht. So, und dann haben wir noch eine Funkstrecke. Das ist von Rode. Rode Wireless Smart Go oder irgendwie so ähnlich heißt das. Das dürftet eigentlich die meisten kennen und das kommt dann auch noch mit in den Vergleich rein. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Mikrofon. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich das dann nachher immer wieder beenden muss, die Aufnahme, oder ob ich das am Stück machen kann. Fangen wir mit dem an. Dann müssen wir dann auf Gun schalten, das habe ich ja schon gesagt, die andere gange nicht. So, also was ich jetzt gerade festgestellt habe, Mikrofonwechsel während der Aufnahme funktioniert nicht. Da muss ich die Aufnahme jetzt also neu starten. Jetzt habe ich das Sony Gun Zoom Mikrofon drauf. In der Einstellung Gun, die andere funktioniert ja. So ist dann der Ton auch wieder mit der Entfernung. Also habe jetzt von der Position ja nichts verändert. Den Ton finde ich eigentlich im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber der hat nur, was ich sagen soll, ein bisschen viel Hall irgendwie mit dem Ton drin. Gut, das war jetzt der Test mit dem GunZoom. Dann würde ich sagen, jetzt testen wir mal das Minbo M2. Dann baue ich das schnell um, dann geht es gleich weiter. So, das ist jetzt ein Test mit dem Mikrofon Minbo M2 mit der Niere-Charakteristik, auch wieder ungefähr einen Meter Abstand, nicht ganz. Da gefällt mir der Ton, eigentlich muss ich echt sagen, gar nicht schlecht. Aber das Mikrofon hat ein anderes Problem. Das ist, wenn jetzt die Kamera schnell bewegt, dann hat man Windgeräusche und wenn ich jetzt irgendwas wackelig aufnehme, dann habe ich die Bewegungsgeräusche von der Kamera irgendwie mit dem Ton drin. Also für jetzt gerade so Aufnahme hier ist das eigentlich optimal, wenn ich jetzt da die Kamera schneller bewege, könnte es besser sein. Dann tun wir jetzt als nächstes mal das Rode ausprobieren. Dann würde ich sagen, ich baue schnell um. Dann hören wir uns mal das Rode an. So, das ist jetzt ein weiterer Test mit diesem Rode.
Rode Wireless Go heißt das. Klemme mir das auch mal irgendwo hin. Kann man dann theoretisch irgendwo hinklemmen. Man kann jetzt auch bei dem hier ein normales kabelgebundenes Mikrofon praktisch befestigen und hat dann die Möglichkeit, dass man das Teil hier irgendwo in der Tasche versteckt und dann halt einfach so ein Kabelmikrofon irgendwo hier hinklebt, also ein Ansteckmikrofon. Also das ist jetzt der Ton vom Rode Wireless Go. Und dann testen wir jetzt mal von Sony die Funkstrecke. Wie das heißt, schreibe ich euch eine Bezeichnung. Das hat auch irgendwie so einen ganz komischen Namen, so ein bisschen ein Zungenbrecher. Finde ich aber richtig gutes Mikrofon. Aber jetzt haben wir hier mal einen direkten Vergleich zu dem Rode Mikrofon, weil die zwei, die wollte ich eigentlich schon lange mal vergleichen. Also, ich baue jetzt um. Das nächste Mikrofon ist dann das, was man hört. So, jetzt haben wir den Test mit der Funkstrecke von Sony. Auch das klemme ich mir jetzt schnell irgendwo hin. Auch hier haben wir die Möglichkeit, so ein kabelgebundenes, also ein Ansteckmikrofon irgendwo zum Befestigen und das andere Teil dann praktisch in die Tasche oder so zum Verstecken. So, bei denen Funkmikrofone hat man halt den Vorteil, das ist immer von der Kamera entkoppelt. Das heißt, ich kann jetzt von der Kamera weglaufen und ich habe dann immer einen gleichmäßigen Ton. Auch wenn ich mir jetzt irgendwo wegdrehe und in eine andere Richtung rede, der Ton ist dann, wird ja immer dann praktisch hier bei mir direkt vom Mund aufgenommen. Hat den Vorteil, den Nachteil halt, wenn jetzt sie mit irgendjemand unterhält und die zweite Person ist zu weit weg von mir, dann wird es etwas schwierig. Deswegen gibt es ja dann diese Richtmikrofone, dass wenn man die Kamera dann zu der anderen Person dreht, dass man dann auch die andere Person hört und dass es praktisch nur nach vorne aufnimmt und was dann links und rechts davon ist, dass das weitestgehend ausgeblendet wird. Ja, hier beim Funkmikrofon oder Ansteckmikrofon ist es ja genau das gleiche. Es ist ziemlich nah am Mund. Das heißt, der Allgemeinpegel ist ziemlich weit unter, sodass dann die Umgebungsgeräusche eigentlich durch die leisere Aufnahme oder durch die durch die starke Anhebung von der Lautstärke, von dem, was man spricht, wird dann die Umgebung halt durch das dann letztendlich auch irgendwo ausblendet. Was halt bei so einem Mikrofon, wenn es dann noch einen Meter weg ist von einem, kann man das jetzt so realisieren. Deswegen gibt es dann diese Nierencharakteristik, dass halt einfach das ziemlich eng geradeaus nach vorne aufnimmt, aber nicht was links und rechts ist. So, bin jetzt mal gespannt, wie die Mikrofone und abgeschlossen hat oder ja, welches letztendlich für so einen Einsatzzweck hier das Optimale wäre. Ich werde jetzt dann auch irgendwann nochmal draußen ein Video machen, dass man dann halt einfach raushört, wie ist denn die Empfindlichkeit von Wind oder wie ist jetzt die Empfindlichkeit hier bei dem Mikrofon zum Beispiel, wenn Erschütterung in der Kamera selber ist, ob das dann irgendwie Einfluss auf die Tonqualität hat. Gut, ich denke mal, ich werde einen Abschluss nur am PC machen. Wenn ich das nicht machen sollte, sage ich schon mal Tschüss.